Willkommen zurück. So, ich beziehe mich auf mein letztes Video. In diesem Video habe ich geklärt, was bedeutet es, wenn der Trifinsche Koeffizient t größer 0 ist. Und in diesem Video kläre ich, was ist, wenn t kleiner 0 ist. Was heißt das? Und wem jetzt dieses Video zu knapp ist, der schaut sich bitte die anderen Videos an. Ich habe Preiselastizität nochmal erklärt, ich habe Kreuzpreiselastizität nochmal erklärt und ich habe t größer 0 ausführlich erklärt, deswegen bin ich hier jetzt ein bisschen kürzer. Wir wissen, dass die Kreuzpreiselastizität zwei Güter in Beziehung setzt und wir drücken das mathematisch aus durch einen Doppelbruch.